Mein Name ist Sabine Bühler, ich bin Ergotherapeutin. In der Ergotherapie geht es uns erstmal darum, mit dem Patienten gemeinsam Funktionen von Hand und Arm zu erarbeiten, zu verbessern. Im zweiten Schritt geht es dann darum, dass sie diese Funktion im Alltag gut anwenden können. Und wenn das eben nicht geht, so wie der Patient sich das vorstellt oder wie seine Ziele sind, dass wir dann miteinander andere Wege suchen, wie er das wieder tun kann, was er tun will. Das Schöne an der Arbeit ist, dass jeder andere Ziele hat, andere Dinge wieder tun möchte und natürlich auch immer zu sehen, wie die Menschen Fortschritte machen und wirklich das wieder tun können, was ihnen wichtig ist.